Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der zweiten Staffel mit unserer frisch gebackenen, immer noch frisch gebackenen Anna als Vampir. Ja, und da haben wir auch im letzten Part ordentlich was dran gearbeitet. Sie hat natürlich ihr Aussehen nochmal verändert. Ich habe jetzt allerdings nur das tägliche Alltagsoutfit geändert. Den Rest habe ich jetzt erstmal belassen. Brauchen wir momentan eh das andere nicht unbedingt. Wir haben sie ein bisschen umgestylt hier, also nochmal ein bisschen verschönert. Sie hat eine neue Frisur gekriegt, hat sich die Haare schneiden lassen. Komischerweise, wenn sie dann nachts im Sarg schläft, sind sie wieder lang. Aber das haben Vampire so. Wir haben auch festgestellt, sie hat kein Spiegelbild mehr. Und wir haben natürlich, wie ihr sehen könnt, ihr Zimmer etwas verdüstert. Sie hat mal Stoffbahnen an die Wand getackert, damit das hier nicht so hell ist. Und sich einen schwarzen Teppich da reingesetzt und ja, mit ihrem Sarg, in dem sie gerade liegt und schläft, Entschuldigung, finde ich, sieht das eigentlich richtig cool aus. Jetzt ist früher Morgen, wir haben 6 Uhr, es wird Zeit, dass alle anderen aufstehen. Ich muss jetzt natürlich nur darauf achten, dass unsere Anna liegen bleibt. Ich hoffe, sie bleibt liegen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, geht's einfach mal weiter. Ach so, und wir haben noch was gekriegt, habe ich blöderweise gar nicht bei ihr reingeholt. Wir haben von der Tyson noch hier so ein kleines Geschenk bekommen. Ich schätze mal, das ist so ein Serviettenhalter, keine Ahnung. Ja gut, aber das können wir uns ja dann vielleicht nächste Nacht angucken. Jetzt spielen wir erstmal los hier. So, du bist ja schon Hausaufgaben am Machen. Alex, sehe ich, bewegt sich auch gerade. Oho, was will er denn hier? Anna wird von Vampirismus geheilt. Ah, das ist sein Wunsch. Ja, er weiß es ja auch schon, ne? Ich meine, er hat ja immerhin das Ganze angezettelt. Sollte er auch wissen, dass sie Vampirin ist, ne? Ja, und das gefällt ihm scheinbar aber nicht. Okay, ja gut, macht nichts. So, du gehst jetzt bitte erstmal hier benutzen und duschen. Mach das bitte in der Reihenfolge. Hausaufgaben hast du schon erledigt, so wie es aussieht. Ja, und dann kannst du noch was essen gehen, bevor es in die Schule geht, oder? Haben wir denn noch was zu frühstücken da? Gucken wir mal. Reste nehmen. So, weiter geht's. So, die Erwachsenen sind relativ spät erst ins Bett, ja. Die dürfen auch noch eine ganze Weile schlafen, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Servo möchte Gartenarbeit machen. Ja, ich weiß, er will Erde kaufen. Oh, ich würde auch so gerne Erde kaufen, Leute. Ich weiß, du willst das. Und ich will das ja eigentlich auch. Mein Problem ist, wenn ich das jetzt mache. Ich habe hier ja eh noch das ein oder andere vorzumachen. Was ich wahrscheinlich eventuell dann auch in meinem Urlaub in Angriff nehmen könnte. Weil ihr wisst, wenn ich hier rumbaue, das dauert und, oh Gott, nee, das sprengt dann wieder zig Rahmen. Deswegen überlege ich, ob ich, wenn ich hier was am Umbauen wäre, das jetzt auch vielleicht dann ganz gemütlich so für mich zwischendurch immer mal im Urlaub dran rumbastel. Urlaub fängt am Montag an, also Sonntag kommt noch der letzte, kommen die letzten zwei Parts raus und dann ist ab Montag Urlaub. 2 Wochen auf jeden Fall habe ich geplant, 3 mal gucken, je nachdem, wie sich es hier so entwickelt, was wir so alles vorhaben. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, wenn ich ihm da jetzt die Erde kaufen lasse. Und die jetzt irgendwo hinpack und dann später wieder umpack und, oh, keine Ahnung. Aber ja, ich würde ihm schon ein bisschen was zupflanzen. Naja, gut, nee, da denken wir nochmal drüber nach. Das ist in Ordnung. Wann musst du eigentlich arbeiten? Musst du heute arbeiten? Ja, er muss heute um 9 Uhr sogar schon wieder. Okay, dann darfst du dich mal einschalten. Und es ist noch nicht hell, dann geh mal hier haken. Ja, das wolltest du auch machen. Ne? Kann ich mich irgendwie dran erinnern. So, du bist da am Machen, Tun. Anna liegt in ihrem Sarg und schläft. Ich hoffe, sie bleibt da drin, bis es wieder dunkel wird. Egal, was passiert. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt nicht in die Schule will, dass sie nicht aufwacht. Weil so müde war sie nicht. Da muss ich halt jetzt extrem aufpassen. Ja, nee, Anna, Schule, vergiss es. Hier sind noch ein paar Omelettes. Komm, die kannst du essen. Das ist in Ordnung. Du, wo bist du? Was machst du? Du hast auch Hunger, Junge. Och Mann, dich hätten wir auch mal in die Dusche packen können.
Sind denn noch Omelettes übrig? Nein. Dein Bruder hat dir die Omelettes geklaut. Och, das ist aber doof, Leute. Oh ja, mach, was du willst. Dann sorge für Spaß. Nee, warte mal. Mach, was du willst. Geht nicht. Das geht nicht. Du musst dich hier mal wieder um deinen Happo kümmern. Füttern und spielen. Komm, dann mach das. Und wenn du danach noch Zeit hast, dann kannst du wenigstens noch auf Toilette und Hände waschen. Das wäre mir ganz lieb. Ich gucke mal, Anna liegt und schläft. Das ist schön. Und sie ist halt komplett grün, ne? Das habe ich rausgefunden, also glaube ich so, dass Vampire, wenn man sie nicht irgendwie tagsüber stressen, auch nicht großartig da die Werte verändern. Also das scheint dann einfach so zu bleiben, wenn wir uns gut um sie kümmern und verhindern, dass sie in die Sonne geht. Ja. So, nee. Junge, du musst jetzt kein Essen servieren. Du könntest dich mal, wo bist du denn? Ach Gott, du bist wieder da unten. Geh dich mal aufladen, das ist viel besser. Nicht abschalten, aufladen. Hier, jetzt ist die Sonne da. Geh dich mal aufladen und wenn du dich aufgeladen hast, dann darfst du hier das Ding wegwerfen und vielleicht auch noch ein bisschen recyceln. Hast du noch ein bisschen Zeit, oder? Nee, eigentlich nicht. Müsste er nicht irgendein... Keine Ahnung. Ich lass mal laufen. Ich habe echt Angst jetzt. Ich habe Angst, mit der Anna könnte irgendwas passieren. Aber ich glaube, wir brauchen keine Fenster entfernen, weil wenn sie ja im Sarg liegen bleibt, das ist ja dann in Ordnung so. Ja, genau. Dann lade dich schnell ein bisschen auf, bis Power voll. Und dann kannst du gucken. So, jetzt muss ich aber mal was gucken. Moment. Anna liegt im Sarg. Da bleibt die auch. Sie geht nicht in die Schule. Ja, gut. Bei dir hätte ich... Oh Gott. Bist du am Spielen? Ja, dann hör mal auf zu spielen. Kannst du das vielleicht so rummachen? Geht das noch? Und du bist schon unterwegs, ne? Was machst du da gerade? Spielen? Nee, nichts spielen jetzt hier. So, Abmarsch mit euch. So, komm, steck das Happo wieder rein. Ja, ist hübsch. Nein! Anna ist aufgewacht. Hilfe, ich sehe das. Ich sehe da was. Da steht was. Mädel, alles gut bei dir? Also, das scheint ihr jetzt auch nicht viel auszumachen. Aber in die Schule kannst du nicht, Mädel, ne? Das sage ich dir. Das ist verboten. Schule ist verboten. Was kann ich denn mit dir machen? Im Zimmer scheint es soweit okay zu sein. Obwohl, jetzt ist sie wach, sie ist tagsüber wach und da gehen ein bisschen die Werte runter. Oh gut, das alles ist. Hauptsache, du gehst mir nicht in die Schule, das ist mir wichtig. Ich beobachte dich. Schauen, was du da hast. Naja, alles gut. Was können wir denn mit dir machen? Kannst du irgendwas lernen, vielleicht? Diskutieren. Ach ja, stimmt, sie könnte diskutieren. Lernen, was kannst du alles... Hier, gucke mal, lebenslange Zufriedenheit. Das wäre doch mal was. Erziehung, Sauberkeit, Mechanik, Koch- und Barberatung. Oh, was könntest du da alles gebrauchen? Zeig mal an. Ah, die Kinder sind in der Schule, okay. Oder zumindest soweit. Sauberkeit könntest du mal noch ein bisschen vertragen, ne? Mechanik wäre auch nicht schlecht. Dann passt doch mal auf. Dann kannst du jetzt mal ein bisschen Sauberkeit lernen. Hab ich nichts dagegen. So, sind die anderen jetzt unterwegs? Setz dich aber bitte da rein. Ja, der Schulbus ist ohne sie abgefahren. Sie wird natürlich Ärger kriegen, weil sie nicht in die Schule geht. Aber so weit, so gut. Der erste Tag geht schon mal gut los. Sie ist daheim. Es geht ihr so lala. Müssen wir halt aufpassen, dass sie nicht rausrennt. Ja, und sonst ist alles in Ordnung. So, oh, und hier unten sind sie auch schon wach. Und er will immer noch Vampir werden, beziehungsweise Anna vom Vampirismus heilen. Okay, was machst du mit dem Tai Chi? Hör doch mal auf. Du willst Fangen spielen? Ja, warum nicht? Was hat denn Melissa für Wünsche? Mhm, Melissa möchte auch zum Vampir werden. Und auch, dass Anna geheilt wird. Okay. Ja, das ist sehr interessant. Okay, ihr habt es also alle schon irgendwie mitbekommen, ne? Mhm. Auch ohne, dass ich was gesagt und getan habe. Hey, wollen wir ein bisschen Fangen spielen? Oh ja, Fangen spielen ist cool. Und in Schlafklamotten, natürlich, natürlich. Warum auch nicht, ne? Ja.
Gut, wir haben Freitag, wie gesagt, Wochenende vor der Tür. Da kann sich Anna ein bisschen austoben. Alles bestens. Und nachher gehen wir mal bei ihr rein, gucken wir mal, klopfen wir mal. Oh, Anna hat die Nase in ein Buch gesteckt. Zur Belohnung gibt es einen Sauberkeitspunkt. Ich meine, was soll ich auch momentan mit ihr anderes machen? Ich meine, jetzt sinkt das alles, ne? Wäre sie jetzt müde genug gewesen, glaube ich. Also, wie gesagt, das sehen wir ja dann alles noch. Und wäre in ihrem Sarg geblieben, dann wäre das alles geblieben, wie es war. Und dann hätte es erst wieder abends gezählt. Und du kannst ruhig noch ein bisschen da machen. Ich gehe gleich auch mit dir was essen und wir stecken dich auch gleich mal hygienemäßig unter die Dusche und so weiter. Müssen wir halt gucken, inwieweit sie das beeinflusst. Es geht schon ziemlich rasant nach unten, wie ich da sehe. Sie kriegt also doch ein bisschen Licht ab. Hm. Ja gut, dann pass mal auf. Dann geh doch mal schnell. Dann kannst du ja mal gleich deine neue Fähigkeit ausprobieren. Und kannst hier mal duschen gehen. Dann hör mal auf da. Ja, du darfst auch gleich wieder Geld einsammeln. Habe ich nichts dagegen. Ich muss sie halt jetzt explizit erstmal beobachten, weil ich... Das ist mein erster Vampir. Ich kenne mich ja selber noch nicht aus. Und ich will wissen, dass sie hier nicht irgendwie in Brand gerät oder so. Aber ich glaube, solange sie sich im Haus aufhält, besteht da keine Gefahr. Richtig gefährlich würde es werden. Also außer, dass ihre Bedürfnisse runtergehen. Das holt sie dann im Sarg wieder auf und dann ist gut. Ich glaube, richtig gefährlich wird es erst, wenn sie sich nach unten traut. Also nach draußen. So, und ihr zwei seid ihr noch da am Rumspielen. Oh, wie süß. Wir spielen einfach mal random fangen. Autsch. So, und ich habe nichts mehr weiter gehört in puncto Moonlight, Spektralkatze. Ich werde jetzt hier erstmal wieder alles einsammeln. Ja, den Knochen für die Hunde können wir ja mal liegen lassen. Das Fressnapf-Ding können wir im Notfall wieder rausstellen, falls mal wieder ein Wolf zu Besuch kommt. Aber ich habe gesehen, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Also das Ding können wir zum Beispiel wegräumen. Da hinten den Napf von Moonlight, den Vogelstick und so, das können wir auch mal wegpacken. Oh, das Ding hat auch noch falsch rumgestanden. Sonst noch irgendwelche Überbleibsel für Moonlight, wo ich mal hingestellt hatte, oben? Ja, genau. Dann kann das olle Ding wecken, versperrt mir nicht dauernd die Sicht in das schöne neue Zimmer. Ja, so ist schon besser. Habe da ein bisschen Platz geschaffen und gut ist. Ich glaube, das war's auch schon. Das haben wir jetzt einfach mal eingepackt. Wenn wir irgendwann Moonlight wieder haben wollen, können wir das ja auch. Ist ja überhaupt kein Thema. Oh, Mädel, dir ist warm. Warum ist dir so warm? Ist das Fangspielen so anstrengend? Hä? Ja, komm, jetzt hör mal auf. Das ist nicht nett, was du da machst. Hau doch deinem Mann nicht immer die Bälle um die Ohren. Sag lieber mal, ey, das ist so und so, ne? Wir können mal über Hobbys reden, Wissenschaft. Ich muss unbedingt Vampir werden. Ich müsste das mal wissenschaftlich untersuchen, was dann da überhaupt so alles passiert. Ja, das wäre ein absolut geiles Wissenschaftsprojekt. Dann werde ich auch Vampir, dann können wir uns gegenseitig untersuchen. Ah ja, mal gucken. So. Ja, und, sie hat, das ist interessant, sie hat Angst, dass Anna geheilt wird, will sie aber auch gleichzeitig heilen. Das ist sehr interessant. Und sie will maximale Begeisterung für Kunst und Handarbeit entwickeln. Ich würde sagen, dagegen spricht nichts, aber bevor du das tust, gehst du erstmal hier, geh nochmal eine Runde schwimmen. Das schadet auch nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er muss vielleicht arbeiten heute. Ja, um 17 Uhr. Und er möchte auch gerade schwimmen gehen. Ja, perfekt. Und Hunger hast du auch keinen. Okay, keinen. Okay, dann gehst du mal dahin. Und ich weiß nicht, kann ein Vampir kochen? Wir könnten es ja mal ausprobieren. Sie hat Hunger, ne? Und soweit ich weiß, waren keine Omelettes mehr da. Was willst du denn da essen? Müsli? Nee, Chili. Ausgerechnet Chili. Also, soll ich dir jetzt ein Chili machen? Wie viel Dingsbums hast denn du kochen? 5. Ja, warum nicht? Mittagessen? Sie kann. Ja, dann mach dir doch ein Mittagessen. Komm. Dann zeige deine Kochkünste und koche dir ein Chili, dann erfülle ich dir einen Wunsch, dann kriegst du vielleicht neue. Oh, sie sieht so heiß aus. Und sie wird endlich auch müde. Noch haben die Eltern ja gar nicht mitgekriegt, ne? Also sie haben sie noch nicht gesehen, sagen wir es mal so. Das kommt dann schon noch. Ah, jetzt laufen sie an dir vorbei. Guck, da laufen sie, da laufen sie.
Unser Vampirmädel kocht Chili. Ja, mit Blut drin. Genau. Schnick dein Blut da rein. Einer hat Schule geschwänzt und eine schlechte Note bekommen. Ja. Genau so sieht's aus. So. Volker, bist du schon drin? Zeig mal. Ah, ich glaube, das war eine gute Idee, das hier um ein Ding wenigstens zu erweitern. So kommen sie auch beide rein und haben... Autsch. Ein bisschen Platz und ja. Das sieht gut aus. Genau. Ihr zwei könnt da mal ein bisschen rumplanschen. So ist das gut. Und du möchtest einen Fähigkeitenpunkt haben. Ja, du brauchst aber nichts, ne? Ah, du bist ja schon kriminelles Superhirn. Stimmt, du bist ja schon fertig mit der Karriere. Was wolltest du dann werden? Ach so, Weltklasse-Balletttänzer. Ja, da habe ich auch noch keine Antworten dazu gekriegt. Mann, die Woche war einfach unglaublich und die nächste Woche wird genauso. Ja, und endlich hat sie auch mal neue Wünsche. Was haben wir denn? Ein Spieleturnier oder was willst du gewinnen? Aha. Ein Schlagzeug will sie kaufen und lernen, wie man Hamburger zubereitet. Okay. What? Damit kann man doch was anfangen. Aber ihr seht, es geht. Also insofern alles in Ordnung. Gut, tja, Madame, du wirst jetzt mal aufhören, hier zu baden. Es tut mir leid. Du kannst mal, setz dich mal dahin. Und rede mit deiner Tochter, die gerade ihr Chili verschlingt. Und sag, hallo Mädel, was ist denn mit dir passiert? Oh, Alex hat... Ach du Schande, Schule schon wieder aus. Alex, wen hast du denn da wieder mitgebracht? Wieder rothaariges... Rothaarig... Juan... Bender oder Sender oder Sander. Ach, das ist ein Junge diesmal scheinbar. Zeig, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Da ist er. Okay. Ach ja, und da ist ja diese komische... Ach ja, der ist das. Okay. Ja gut, ist in Ordnung. Dann kannst du mit dem ein bisschen quatschen, plaudern, über deine Schwester ablästern, keine Ahnung. Ja, über Hobbys reden. Wie wär's mit... Fitness, du machst so einen fitten Eindruck. Ja, leg mal deine Hausarbeiten dahin, damit ich die wieder mitnehmen kann. So, Momentum. Uno, Momentum. Hausaufgaben schnappen. Nein, nicht den ganzen PC, ich will nur die Hausaufgabe. So, nur die Hausaufgabe. Und wir müssen hoch, 1, 2, und das hier hinlegen, genau. Da ist es doch. So. Ja, ihr unterhaltet euch und da wird sich auch unterhalten. Ja, Kind, was hast du angestellt? Wie siehst du überhaupt aus? Wieso bist du hier? Warum bist du nicht in der Schule? Achso, Schule ist aus. Alles gut. Alles kein Thema. Haben wir mitgekriegt. Gut. Du siehst müde aus. Du solltest dich vielleicht mal hinlegen. kannst du mich beißen? Du könntest mich aber anstecken, ne? Hm. Könnte ich auch zum Vampir werden? Ich weiß nicht, wollen wir das? Ja, das wäre wissenschaftlich echt phänomenal. Könntest du mal machen. Ne? Also irgendwie würde mich das auch reizen. Du siehst scharf aus, Mädel. Ja, ja, ich weiß. Du bist jetzt müde. Das heißt, irgendwie bist du auch nicht richtig satt geworden. Kann das sein? Na egal. Mädel, dann tu, was du tun musst. Schlafen. Wieder in deiner Unterwäsche. Das ist in Ordnung. Während deine Mama darüber nachdenkt, ob es wirklich sinnvoll ist, Vampir zu werden. Und sie lieber mal sich jetzt hier um ihre Arbeiten kümmert. Da. Wir weiter Topflappen fertigen werden. So. Was macht Volker? Ach, Volker ist auch da und wollte mit dir reden. Hast sowas. Auch schön. Ja, Volker, du musst auch gleich noch auf Arbeit. Du gehst bitte mal benutzen und baden. So. Und in der Zeit können wir uns dann mal wieder um diesen Herrn kümmern. Und ich muss unbedingt auf die Uhr gucken. Oh, es geht ums Laufen. Ja, Laufen ist genial, ne? Ey, sag mal. Ihr habt doch bestimmt, ihr könnt doch bestimmt noch ein bisschen Spaß gebrauchen. Vielleicht hast du ja Lust, mit dem Jungen noch ein bisschen hier aufs Tor zu schießen, bis das Tor wieder weg ist. Spielen mit Juan natürlich. Das wäre doch toll. Komm, lass uns eine Runde Fußball spielen. So ist fein, ja. Genau, und ich höre irgendwo ein Telefon bimmeln, aber das juckt mich jetzt auch nicht.
Oder Volker, juckt es dich vielleicht? Ja, mal gucken, ne? Ich müsste mal auf die Uhr gucken, Himmel. Moment. Jetzt gucke ich erstmal auf die Uhr. Oh, cool. Tor. Oh ja, und ich sehe, dass gerade meine Zeit um ist. Okay. Moment. Pause. Moment. Ist Melissa, weil sie hat jetzt nur den einen gemacht. Ich glaube, sie hört dann auch automatisch wieder auf. Ja. Genau, sie ist, glaube ich, gerade fertig mit ihrem Lappen. Dann kann ja Melissa mal hier ans Telefon gehen, abheben. Und, jo. Wie das sich hier weiter verhält und weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser hier gefallen. Dann macht's mal gut. Bis dann. Tschüss.